Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenliebling. Die grüne Pfanne ist heute in Rensendorf angekommen. Rensendorf ist ein kleines Örtchen, genau zwischen Alsfeld und Lauterbach, ist im Vogelsbergkreis. 1, 2, los! Ich bin die Ide, bin 42 Jahre alt, bin Mutter von 2 Kindern, zwar von der Lara, die ist 9 Jahre, und vom Leo, der ist 3 Jahre. Bin verheiratet seit 10 Jahren und meine größte Leidenschaft gilt hier diesem Ball, und zwar dem Tennisball. Also meine 5 Besonderheiten vielleicht, dass ich ein freundlicher Mensch bin, lustig, offen, dass mein Herz an der Familie hängt. Was macht dich aus? Die Ruhe. Schön die Kamera lächeln. Mein Lieblingsgericht ist Quetscheknödel. Ich habe mein Lieblingsgericht noch nie selber gekocht und von daher habe ich jetzt auch mir mal meine Mutter zur Unterstützung mitgenommen, die das nämlich auswendig und super gut kann. Ich bin die Inge, ich bin die Mutter von der Iris und ich koche heute mit als Unterstützung, dass das alles gelingt. Also mein Lieblingsgericht habe ich noch nie selber gekocht, weil das ist mir einfach ein bisschen zu aufwendig und ich nicht die super Hausfrau oder Köchin bin, die sich da jetzt 3 Stunden in die Küche stellt. So, ja. Warum? Wir machen die Szene jetzt nochmal ohne das Warum. Weil dann will jeder natürlich auch wissen, warum. Mama, ich werde noch die perfekte Hausfrau, ich sag das. Bleibt das so, wie es jetzt ist? Ja, so bleibt das. Das Lieblingsgericht, das kenne ich von meiner Uroma, die Katharine, die kommt aus Angersbach. Und die hat das von einer Flüchtlingsfrau aus Böhmen, das Rezept bekommen. Und hat das auch immer leidenschaftlich gerne gekocht. Bei dem Lieblingsgericht verwendet man die ganze Quetsche mit Kern, die aber erst aufgeschnitten wird und man schaut rein, dass kein Wurm drin ist. Mein Lieblingsgericht bedeutet mir einfach was ganz Besonderes, Leckeres und was Seltenes, was es nicht so oft gab. Jetzt kommt der Rührfix zum Einsatz, der schon bestimmt 40 Jahre alt ist und nämlich noch von meiner Oma stammt. Gekommen. Oh, meine Mutter, ich sag das. Jetzt machen wir ganz langsam. So, jetzt machst du das täglich. Ja, total. Das macht mir als Sünd schon. Was? Wirklich? Motiviert mich von hinten hier. Mama muss ran. Ja. Jetzt wird's gut. Wir haben's heute sogar was, ne? Ja, logisch. Lern heute wieder was fürs Leben. Toll. Was ich alles kann. Das ist lang nochmal dicke. Ja, das muss doch so ein bisschen weitläufig sein. Hey, so. Ach Gott sei Dank bist du heute da. Dass wir heute auch was zu essen bekommen. Ich mache bei dem Projekt Pfannenliebling mit, weil die Internetseite super toll aussieht und die Alvina das ganz toll macht und ich das schön finde. Und von daher habe ich gedacht, jawohl, da kann die grüne Pfanne auch mal nach Rensendorf kommen. Die gehen bestimmt alle auf. Leider können wir euch keine fertigen präsentieren. So, jetzt haben wir ja hier die fertig gegangenen Knödel. Und zwar sehen die so aus. Und die müssen wir jetzt noch dampfgaren. Und zwar wollten wir das jetzt mal nach der alten Methode. Und da haben wir hier warmes Wasser im Topf erhitzt. Und haben wir darüber jetzt ein Geschirrtuch gelegt, mit einem Gummi festgemacht. Und da legen wir jetzt die Knödel rein. Also mein Lebensmotto lautet, nimm nichts als gegeben hin, sondern es geht immer besser. Und kämpf einfach darum, tu dich engagieren, auch sozial. Und das ist so mein Lebensmotto. Dankeschön euch beide. Ja. Hat sehr Spaß gemacht. Die stolze Köchin. Genau. Zum Glück warst du da. Oder soll ich es nicht machen mit dem Löffel? Doch. Doch. War ja so. Hat sie ja gesagt. Ja, da musst du rein. Warum auch immer. Ja. So ein Scheiß hier.
Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!